Tja, moin moin hier, willkommen aus dem hohen Norden. Im folgenden Video geht es um Kreise, Kreisberechnung und da speziell, glaube ich, hier um den Umfang. Das heißt, wir haben zwei Textaufgaben. Einmal geht es um einen Förderturm, einmal geht es um irgendeinen Muldenkipper beziehungsweise das Rad des Muldenkippers. Und also ein LKW, wo man was rein tun kann und abladen und so weiter. Und da haben wir jeweils so Berechnungen, die wir durchführen müssen mit Hilfe des Umfangs und ewige Strecken und so weiter. Guckt euch das einfach mal an. Einfach den Schnelldurchlauf schauen, dann seht ihr, worum es geht, was wir da berechnen. Vielleicht reicht euch das, vielleicht nicht. Dann schaut euch gerne auch noch das ausführliche Video im Anschluss an. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Andreas. Tschüss. Die erste Aufgabe ist ein Förderturm. Der Durchmesser des Förderturms von dem Aufzugsrad ist gegeben. Wir möchten wissen, wie lang ist sozusagen bei einer Umdrehung angehoben wird. Dazu müssen wir die Umfangformel aufschreiben, setzen den Radius ein und schwupps haben auch schon die Lösung für diese Aufgabe. Da haben wir einen Muldenkipper und der hat ein Rad. Dieses Rad hat ein Durchmesser von 1,95. Jetzt möchten wir wissen, ja, wenn sich das Ganze 10 Mal dreht, wie sieht es dann aus? Wie weit hat dann der Muldenkipper sich bewegt? Also hier haben wir das Aufzugsrad eines Förderturms. Einer Zeche hat einen Radius von 1,85 Meter. Um wie viel Meter wird der Förderkorb bei einer Radumdrehung nach oben gezogen? Okay, was ist das überhaupt? Ja, ein Förderturm, das ist irgendwie so ein Turm, der auf dem Boden steht, ja. Irgend so eine Zeche. Eine Zeche ist ja nichts anderes als eine Kohleförderungsanlage, so, ne? Im Ruhrgebiet. Und hier ist dann irgendwo so ein Rad dran und mit diesem Rad ziehen wir dann irgendwas hier aus dem Boden. Ja, was auch immer. So, und wir wissen hier, dass das Aufzugsrad, also dieses blaue hier, einen Radius von 1,85 hat. Also Radius, die Strecke. Mhm. Und R ist gleich 1,85 Meter. Und die Frage ist, was sollen wir berechnen? Da steht, um wie viel Meter wird der Förderkorb bei einer Radumdrehung nach oben gezogen? Den Umfang berechnen. Genau. Denn wenn ich das Rad einmal drehe, dann habe ich praktisch eine Umdrehung und dann wird das Ganze hier nach oben gezogen. Ja? Wenn ich das Rad jetzt praktisch so rumdrehe. Ja. Zack. Und genau bei einer Umdrehung will ich wissen, Moment, wie viel Zentimeter habe ich dann irgendein Teil, hier ist es der Förderkorb, nach oben gezogen. Also genau muss ich den Umfang berechnen. Ja? Umfang einfach wieder 2 mal Pi mal R. In dem Fall will ich U berechnen und R habe ich gegeben. Also im Prinzip ganz einfach 2 mal Pi mal 1,85 Meter. Das rechne ich einfach aus mit dem Taschenrechner. 2 mal Pi mal 1,85. Das sind dann 11,62. Also ist U ungefähr 11,62 Meter. Und damit wäre die Aufgabe, auch schon fertig. Von der Rechnung her, ich würde mal sagen einfach, aber was ist hier das Schwierigere? Dass man zunächst einmal checken muss, was muss ich hier berechnen? Ja? Und grundsätzlich kommen ja bei so einer Aufgabe immer Umfang, Radius oder Durchmesser in Frage. Denn diese drei Buchstaben, Variablen, die stecken ja praktisch in meiner Formel drin. D nicht direkt, ja? Aber ich kann ja auch U gleich Pi mal D genauso verwenden als Formel. Gut, das wäre die eine Aufgabe. Gucken wir uns mal noch eine Aufgabe an. So, was haben wir hier? Das Rad eines schweren Muldenkippers in einem Steinbruchbetrieb ist 1,95 hoch.
Ah, so ein Muldenkipper, was weiß ich. Das sind hier irgendwie so eine riesigen Geräte hier, die jede Menge Zeug transportieren. Und das Rad ist 1,95 hoch. Welche Strecke legt das Fahrzeug bei 10 Radumdrehungen zurück? Das heißt, wir wollen ja den Umfang wieder haben und das einfach mal 10. Ja, genau. Ne? Also hier haben wir schon nicht nur eine Umdrehung, nicht nur einmal den Umfang, also Umdrehung und Umfang ist ja praktisch das Gleiche. Ne? Ja. Und 10 Radumdrehungen würde bedeuten 10 mal der Umfang. Das heißt, ich schreibe mir wieder meine Formel auf. 2 mal Pi mal R. Guck mir an, ist irgendwas gegeben? Ja, 1,95. Beim Nivellen ist 1,95 Meter hoch. Das heißt, wir müssen das durch 2 teilen. Genau. Weil was ist gegeben? Gegeben ist der Durchmesser mit 1,95. Ich kann aber auch natürlich dann die Formel nehmen, U gleich Pi mal D. Pi mal D. Ne? Das wäre ja leichter. Und dann mache ich das einfach. Pi mal 1,95. Das rechne ich mal eben aus. 1,95 mal Pi. Und dann habe ich hier U gleich 6,13, wenn ich es runde. Also muss ich hier diese Ungefährzeichen hinmachen. Und ich habe hier Meter. Gut, hier kann ich auch Meter hinschreiben. Wichtig ist natürlich nur, ich bin jetzt noch nicht fertig, hast du ja schon gesagt, denn das, was ich jetzt hier ausgerechnet habe, ist ja nur die Strecke, die der Muldenkipper zurücklegt bei einer Umdrehung. Ne? So. Und ich will jetzt aber 10 Umdrehungen haben, also da könnte ich jetzt ja, wie soll ich es aufschreiben? Es geht ja um eine Strecke. Das heißt, dann könnte ich jetzt hinschreiben, S gleich 10 mal 6,13 Meter. Ja. S die Strecke. Und dann habe ich einfach 61,3 Meter. Ja. Und das wäre dann meine Antwort. Ja.